Willkommen zu meiner Tipps und Tricks zur ELOA-Reihe. Wir haben uns jetzt schon mal die Charaktererstellung angeschaut, die verschiedenen Klassen und die Anfangsstadt. Dann bin ich auch noch gerade drinne in der Anfangsstadt. Hab euch schon ein paar Tipps gegeben zur Gruppensuche in meinem letzten Video und werde das jetzt nochmal kurz aufgreifen. Wie das mit dem Chatten funktioniert, wie man die Chats sich ein bisschen anpasst. Und ja, starten wir doch gerade. Unten links seht ihr gerade bei mir den Chat. Es gibt aktuell, wenn ihr startet, gibt es den All-Chat, den System-Chat und den Battle-Chat. Dann könnt ihr euch natürlich noch ganz viele beliebige Chats anlegen. Ich habe mir noch die Chats allgemein angelegt. Dann können wir uns auch gerade mal die Optionen angucken gleich. Und nur den Gilden-Chat. Ich sehe, was in der Gilde so passiert. Ihr könnt hier dann, wenn ihr einen neuen Tab anlegt, den Tab einen Namen geben. Ihr könnt sagen, wie die Größe sein soll, Transparenz davon und sagen, was soll alles dort angezeigt werden. Ich habe die Chats extra ohne System-Chats gemacht, weil die nerven ein wenig, besonders wenn man levelt oder Dungeons läuft. Oder eben Quests macht, weil die spammen dich einfach ziemlich zu. Das kann ich euch auch gerade mal zeigen, wie da alle Chats aussieht. Habe ich hier gerade irgendwas? Genau. Ihr kommt dann vom System, dass man hier mit dem Reiten anfängt. Oder sowas in der Richtung. Oder wie viel XP man bekommen hat, wie viel Damage man kriegt. Und so weiter, wie viel Geld oder. Da gibt es relativ viel. Deswegen habe ich mir den Chat hier extra rausgenommen, um dann nur wirklich das, was andere Leute posten, zu sehen. Und natürlich extra noch einen Gilden-Chat, dass ich sehe, was alles so in der Gilde besprochen wird. Ihr könnt euch hier beliebig viele Tabs anlegen und dann auch verschieben, abdocken und woanders hinschieben, größer, kleiner machen. Und ja. Und natürlich auch wieder löschen. Dann gibt es noch das Moment. Warte mal, das war nämlich so weit. Jo. Was gibt es noch? Was sollte man noch wissen? Richtig ist natürlich auch die Boss-Drop-Journal ist ganz interessant, wenn wir jetzt im Low-Bereich sind oder auch im High-Bereich und Waffen sucht. Da kann man sich nämlich hier angucken, in welchen Gebieten gibt es welche Bosse und was droppen die Bosse auch alles. Hier zum Beispiel in Spider Cave gibt es den Barak in allen drei Schwierigkeitsstufen. Und im Beginner droppt er zum Beispiel überhaupt nichts. Im Normal-Modus droppt er Rare-Waffen und Schmuck. Und im Hero-Modus eben Unique-Waffen und Schmuck. Die Wahrscheinlichkeit, dass man hier die Waffen droppt, ist etwas geringer. Da droppt man dann eher schon mal die Rare-Ringe und Ohrringe und Ketten. Soweit, so gut. Also, falls ihr mal was sucht, könnt ihr natürlich auch gerne da drinnen schauen. Ansonsten, was auch noch sehr interessant ist, ist das Monster-Journal. Denn über das Monster-Journal, wenn ihr die ganzen Seiten hier abgeklappert habt und alles freigeschalten hat, gibt es hier unten Clean Sweep Reward. Das ist pro Seite, gibt es diesen Button einmal. Und wenn ihr eine Seite fertig habt und diesen Reward akzeptiert, gibt es sogenannte Pet Crow Packs. Mit diesen Packs kommen dann drei so Eier raus, womit ihr eure Mounts leveln könnt. Leveln von den Mounts ist eigentlich relativ einfach. Man nimmt ein Mount. Tut es hier oben rein mit Crow, tut man das Level und dann kann man hier x-beliebiges relativ 8 andere Mounts rein tun, um das hoch zu leveln. Diese Pets hier, die Abundant Egg Melon, sind aus dem Grow Pack und geben einen größeren Boost als normale Mounts, wenn man die jetzt so im Leveln droppt. Daher wird der automatisch Stufe 4. Brauche ich jetzt nicht, es geht auf jeden Fall bis Maximalstufe Level 10. Mit jeder Stufe erhöht sich eben die Bonuswerte von dem Mount. Jedes Mount kann andere Bonuswerte haben.
das hier zum Beispiel, der Balk hat HP Increasing in Prozent und Evasion. Das Mount, was ich drauf habe, hat Attack Points, Damage Received und Crit. Was das für mich erhöht. Und hat noch eine Spezialfunktion, dass ich das mein Lager aufmachen kann und dass es die ganzen Sachen automatisch droppt. Lootet, sage ich. Lootet besser. Ja, soweit, so gut zu den Chats und den Einstellungen. Hier oben sehen wir gerade, dass ich so eine Kiste hier offen ist. Das ist das Tagesevent, denn man hat jeden Tag ein Login-Event, wo man verschiedene Items bekommt. Da haben wir zum Beispiel beim... wo haben wir es? Ich glaube beim 17. ist es. Genau, beim 17. Mal einloggen ist es bei diesem Monat. Bekommt man dann Flügel für 14 Tage geschenkt. Und das ist so ein Reward, den man dann eben bekommen kann. Und dann gibt es noch 60 Minuten Rewards und 180 Minuten Rewards, die man dann ganz einfach akzeptieren kann, wenn man sie haben will. Ansonsten lässt man sie einfach drin und nimmt es später irgendwann mit. Hier gibt es noch Potential. Das ist dafür da, um hier über der Live-Zeile gibt es noch diese orange Zeile, wo bei mir gerade 44% drin steht, zu füllen. Ansonsten wird es beim Monsterkillen, Farmen, Leveln eben aufgeboostet. Diese Zeile bekommt ihr aber erst mit Level 40, weil das ist eure Elite-Lord-Verwandlung. Das kann ich gerade mal anmachen. Die sieht in meinem Fall dann so aus. Damit bekommt ihr einen schönen Boost. Und zwar HP-Boost, MP-Boost, Damage-Boost und so weiter und so fort. Ja. So weit, so gut. Gehen wir jetzt mal zum High-Level-Bereich. Wir sind jetzt Stufe 40 und wollen ein bisschen rum teleportieren. Dafür gibt es den Inside Cruiser, nennt sich das. Worüber man dann auf die ganzen verschiedenen Punkte hier teleportieren kann. Wir sind jetzt hier oben in der Ecke, da ist der Cruiser. Und das hier neben ist die Anfangsstadt und das hier ist die High-Level-Stadt. Da wollen wir jetzt auch hin. Wenn wir jetzt nicht in eine Stadt porten, die kostenfrei ist, sieht man auch an dem Portpunkt, wie teuer das Ganze wird nachher. Oder eben frei. Wir gehen jetzt in die High-Level-Stadt und schauen uns die doch gerade mal an. So, die High-Level-Stadt. Wir sind hier unten angekommen, wo jetzt die 1 rumleuchtet. Da gibt es natürlich auch ein Save of Honor. Die Pet Merchant, also für Pets zu kaufen, das Daily Taskboard und zweimal das Herz, zweimal der Brief und zum Sockeln herstellen. Hier unten ist wieder das für das COC, die ganzen Händler. Hier kann man Items engraven. Engraven heißt so viel wie upgraden auf eine höhere Stufe. Also nicht uppen, um plus 1, plus 4, plus 5 zu kriegen, sondern um ein Item zu verändern, aufzubessern. Würde man jetzt auch sagen. Die ganzen Ausrufezeichen sind Quests, die mir noch offen stehen. Die kann ich in der Hauptstadt von den Highs über das Taskboard alle annehmen. Das kann ich euch gerade mal zeigen. Das Daily Taskboard. Da seht ihr jetzt die ganzen Quests, die mir noch hier offen sind. Rot bedeutet so viel wie, das sind Hero Dungeons. Die ohne sind andere Dungeons oder Twisted Dimension, die immer in der Anfang stattfinden, und gelbe würden Normal Dungeons bedeuten. Und das Helping Hand ist ein Weekly, wo man die Items hier mit Disamble muss. Disamble heißt verschrotten, sodass man die Materialien da rausbekommt. Muss man dann 50 Stück machen und ja. Soweit, so gut. Wenn man dann hier alle Quests angenommen hat, kann man sich dann über die Suche für die Party sich an die Quests machen, weil es sind hauptsächlich Quests, die man zu viert bestreitet oder halt die Raids zu acht.
Ansonsten gibt es hier noch das Guilden Office und die Trading Agency, die es auch in der normalen Stadt gab. Und neu ist jetzt hier in der High-Level-Stadt die Hall of Honor. Das ist für das PvP. Dort kann man die ganzen PvP-Punkte, die man ergattert hat, gegen Items fürs PvP umtauschen. Das sind die Honor Points. Ich habe jetzt aktuell 854. Und kann mir dann hier verschiedene Sachen leisten oder eben auch noch nicht leisten. Keep your honor. Ja. Praktisch zu wissen ist, dass man hier mit den Honor Points zwei verschiedene Pranks, also zwei verschiedene Zertifikate kaufen kann, um einmal die ganzen Sockets zu resetten, dass man das nochmal neu machen kann, wenn man sagt, zwei Sockets sind mir jetzt zu wenig, ich versuche es nochmal neu. Damit kann man dann das hier benutzen. Oder ich sage, die Bonis der Waffe, die wir durch das durch dieses Zertifikat hier erzeugt haben, sind mir zu low oder zu schlecht oder ich will andere haben, dann kann man diesen Prank benutzen und dann werden neue Bonis drauf gemacht. Ist halt ein bisschen kostenspielig oder man kauft eben das Item neu. Ist jetzt die Frage, wie hoch man das schon geupt hat. Das würde sich bei mir nämlich jetzt nicht unbedingt leisten, lohnen. Daher benutze ich dann eher diese Rollen und farm dann ein bisschen im PvP meine Punkte zusammen. Jo. Soweit zur Highstadt. Hier ist natürlich auch der Punkt zum Returnen. Ich kann euch jetzt auch noch mal kurz den Mine Reporter zeigen, weil da gehe ich meistens leveln auch. Zack, das ist nämlich hier direkt neben der Hauptstadt der Highs. Das ist Welting Shelter. Dort befindet sich die Dungeon Spirit Flame Workroom. Wo man dann hier in die verschiedenen Dungeon-Stufen reingehen kann. Ich gehe da meistens in die Normal Dungeon rein, solo und farm mein Level da hoch. Bei jeder Dungeon findet man in dem Gebiet den Token Trader. Die Tokens bekommt man vom Endboss von der jeweiligen Dungeon, wo man dann hier für Items eintauschen kann. Ich habe jetzt gerade hier keinen dabei, deswegen habe ich hier 0 da. Kann mir auch gerade welche rausholen. Hab 9 Stück insgesamt. Kann mir dann entweder hier Items kaufen für 10 Tokens. Also muss ich dann ungefähr 8 mal laufen, weil manchmal droppt auch ein bisschen mehr. Also mehr als ein Token. Oder halt da 10 mal. Oder ich kann mir dann hier Healpots, also so eine Surprise Box holen. Für ein Token, wo dann je nachdem 5 Healpots, Mana Pots oder Elixiere rauskommen oder eben 20 davon. So weit dazu. Are you ready to fight for your honor? Das ist mein Warehouse, das ist ziemlich voll. Müsste ich mal wieder aufräumen. Hier gibt es natürlich auch das Herz wieder. Und soweit sehen die anderen dann ähnlich auch aus. Dann geht's nochmal zurück in die Hauptstadt. Was muss man eigentlich als High Level machen? High Level ist aktuell Level 40 und wie ihr seht, gibt's hier noch so eine kleinere Zahl, 27. Das bedeutet, das ist so ein Transcendence Level. Das ist so wie bei Diablo, dass man nach dem High Level noch weiter levelt, um Boosts für den Charakter zu erzeugen. Da gibt es dann hier verschiedene Punkte. Ich bin jetzt gerade auf meinem Physik, auf meinem Main Character. Da habe ich dann in der Defense Stage schon meine Punkte verteilt, im Holy Spirit. Und jetzt bin ich gerade dabei, meinen Attack Stage hoch zu pushen. So, hier seht ihr noch in der Mitte Stage 1. Es gibt dann bis zu Stage 20 verschiedene Boosts. Das bedeutet aber, Stage 1 muss man auf Level 50 kommen, also man muss 50 mal Level 40 werden, um hier auf Stage 1 zu kommen. Und dann nochmal 50, nochmal. Das zieht sich dann bis Level 20 hin. Also 20 mal 50 könnt ihr euch hochrechnen, wie lange ihr da dran seid. Aber es gibt natürlich auch richtig fette Boosts. Die merkt man schon extrem. Besonders dann,
wenn man hier hinten dann in die Defense geht oder in den Damage. Weil 1% von dem Damage, was man jetzt schon hat, ich bin jetzt zwar nur Physik, also Healer, habe jetzt nicht ganz so viel Damage Output, aber sind immerhin schon 10.000 Damage, das lohnt sich schon. Das merkt man im Endeffekt schon. Genauso auch mein HP, das sind 50.000, davon 1%. Das gibt schon mal einen guten Boost, um in der Dungeon länger zu überleben oder im PvP. Ich habe jetzt in der Gilde gerade keinen High Online, der mal Level 50 ist. Hier haben wir zum Beispiel einen, der hat schon 54 mal das Level 40 erreicht, 46. Also das geht schon. Ich bin jetzt auch schon 27, es ging jetzt relativ schnell. Und ja, wenn man jetzt gerade keine Lust auf Dungeons hat oder ja, PvP, gibt es natürlich noch das Seraph of Chaos. Dort kann man natürlich auch sehr schön leveln, denn da machen die Monster nicht ganz so viel Damage, beziehungsweise bist du gar keinen Damage, weil da gibt es nämlich eine Besonderheit. Da gibt es 5 verschiedene Typen von Monstern. Ja, Servus TV Beast. Wir sind leider gestern ein bisschen zu schnell, zu spät in die Beta, in die Closed Beta gekommen. Die Beta ist nämlich schon vorbei. Aber wir machen dann weiter in der Open Beta. Ja, nochmal zurück hier zu dem Game. Hab mich gerade jemand im Chat geantwortet. Ansonsten macht man hier eben das COC, ist die Abkürzung von dem Ding. Da kann man dann alleine reingehen oder in der Vierergruppe, wo man dann schön leveln kann in Ruhe. Gibt da 4 verschiedene Monstertypen. Einer, der dich ranzieht, der ist in Gelb. Ein roter, der wirft mit Steinen um sich. Oder einer, der tauntet dich die ganze Zeit in Pink. Und da gibt es ein Monster, wo man sehr drauf achten muss. Das ist weiß. Und das gibt den umliegenden Monstern, die man da zusammenzieht, einen Attack Boost. Und dann wird man relativ schnell platt gemacht. Da muss man halt ein bisschen drauf aufpassen, aber ansonsten soweit alles easy. Ja, und soweit zum High-Level-Bereich. Entweder Dungeons laufen, Raids laufen oder COC. Und wenn man auf das alles auch keinen Bock hat und nur ein bisschen rumfarmen will, ein bisschen rumschnitzeln, dann geht man eben. Es ist mein Tipp, direkt ins Ryan Land, direkt zwischen den Dungeons und der Hauptstadt und farmt sich dann einfach hier ein bisschen zusammen. Und dann kann man ja auch schön leveln, bekommt seine Items, die Monster hier droppen. Und ja. So weit, so gut. Und dann kann man hier wieder verkaufen gehen gleich. Und dann kann man sich auch schön Geld hochfarmen. So viel zu dem High-Level-Bereich in ELOA. Und ja, das war's dann auch schon zu dem High-Level-Bereich. So viel gibt's da jetzt auch nicht zu erzählen. Ansonsten kann man noch PvP machen. Das habe ich in anderen Videos ja auch schon gezeigt, wie PvP abläuft, wie die Dungeons sind und wie man ja die Runs macht. Ja. Dann viel Spaß beim ELOA zocken und ja. Einen schönen Abend noch. Lasst ein Subscribe da, Kommentar, Like oder ähnliches, Anregungen zu den nächsten Videos. Bis dahin und ciao, ciao, bye, bye.